Moin Leute! Willkommen bei Germanassi Playground. Also, letztes Video der Armer Straßenwagen-Reihe, der Vendetta. Wir fahren jetzt hier 2S. Problematik ist, der ist noch geritzelt vom Speedrun. Das ändern wir jetzt hier nicht mehr, weil die Sonne schon wieder am Untergehen ist. Wir wollen auch noch was sehen hier. Und ja, wir fahren deswegen nur 2S und bewegen immer vorsichtig auf der Strecke hier. Und wenn ich es wieder nicht hinkriege, kann der Barasch wieder einspringen. Los geht's! Der Grüne im Grünen. Das Grün zu grün, wenn der Vendetta blüht. Sieht griffiger aus, oder? Also entweder bekommst du langsam Übung oder er hat mehr Grip. War ja auch langsam. Die hohe Ritzler. Ja, ja. Die hohe Ritzelung ist natürlich auch halt scheiße jetzt, ist ja klar. Kaffeebruch. Ja? Nein. Ich will das denn sehen von hier. Mit guten Augen vielleicht. Ein Adlerauge. Dann hätte ich keine Brille auf. Mit viel Grip könnte ich wahrscheinlich nicht so einen Donut ziehen, da eben so schnell drehen. Ich würde sagen, von der Größe her passt er hier gut drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Der sieht doch von den allen jetzt am glücklichsten aus, weißt du? Mhm. Okay. Bestimmt wegen krassen Spoiler wahrscheinlich. Ja, okay. Kann, gibt keine andere Möglichkeit. Oder die Hoons 11, die hier drauf sind, sind einfach ganz gut. Oh, Honey. Vielleicht ist irgendwo eine Eisdiele auf oder so. Ja, wollten wir ja sagen. Anja hat schon gesagt, wegen dem Eis essen. Ja? Ja. Gerne, ja. Oh, Baris, ich könnte mit dir jetzt vielleicht Spaß haben. Ja, das war wohl was. Killer. Soll ich, ABC ist minimal drin. Komm, das Maulwurf hat da raus. Ja, der Kopf ist weg. Ich habe so weggesehen. Ah. Genau. Eine E-Mail vom WWF kriegt. Ich da gerade raus, zack. Bell ihn mehr netter in die Fresse. Also, gerade habe ich noch einen Dreh rausgehabt. Dann versuch nochmal. Jetzt perfekte Runde. Perfekte Runde geht anders. Was ist der Original drauf nochmal? 20. Ja. Original ist 20, jetzt haben wir 26. So Leute, ich habe jetzt übergeben, damit das Video. Ich habe mich jetzt übergeben, damit das Video nicht so lang wird. Was? Der gute Barisch fährt wieder. Ja, aber ganz was anderes, noch von der Funke jetzt her. Ey. Komplett umstellen. Ey. Wieso? Oh. Der ist auch Spektrum. Ja, aber komm. Fühlt sich anders an? Fühlt sich anders an. Kann ich jetzt gar nicht so. Ich hätte gerne so, oder? Ja, beides eigentlich.
stehen. Ist das normal? Das ist. Das ist nix. Ich fall auf die Karte rauf. Also wenn, wie gesagt, die Strecke trocken ist, wird der auch wieder richtig gut performen, glaube ich. Die Reifen sind ja gar nicht mehr so schlecht. Ja, die Hunds 11 wollen sie dann wahrscheinlich auch noch in verschiedenen Graden rausbringen. Ne? Also länger haltbar, weniger Grip oder mehr Grip, weniger haltbar. Oh, da habe ich den aufs Dach gelegt, würde ich sagen. Und cool ist nur, dass ich genau dann eine Großaufnahme gemacht habe. Leider konnte man genau sehen. Ich wollte, dass du den Unterboden auch mal zeigst. Ja, genau. Ich habe den noch im Maxi noch gezeigt. Ja, aber nicht auf der Strecke. Das sieht man ja gar nicht, ist grau und grau. Ich muss andersrum fahren. Ja. Danke. Ja, bei dem Wagen ist man ja ein bisschen darauf angewiesen, dass es passende Reifen gibt. Ich weiß nicht, inwiefern sich andere Hersteller wie Proline oder so darauf einlassen, da andere Reifen herzustellen. Aber ich denke mal, ja, Proline 0 als 7 sind ja immer schnell dabei, für einmal was herzustellen. Ich meine, Proline ist doch ein bisschen in der Pflicht, ne? Die gehören ja schließlich dazu. Da werden wir wohl ganz schnell ein paar Trencher für den Wagen sehen. Den NX8 mal halten. Ja, oder schön ein paar Hyrox-Reifen, damit wir auch crawlen können. Ja, schade, dass es so weit weg ist. Ne? Da könnte man einen schönen Vergleich machen mit der Karosserie, der Traction-Karosserie oder die Protoform Ford Mustang, die es für den Wagen gibt oder geben wird oder bald gibt. Müssen wir wohl öfter herfahren. Ja. Zumindest wenn es trocken ist. Ja, im Sommer auf jeden Fall. Bei so vielen Straßenwagen kann man machen. Ja. Letztes Mal war auch schön trocken, aber da waren wir nur auf dem Brocken. Ich möchte ehrlich, dass der Filoni so fährt, dass wenn ich den hier, ich als Laie den hier fahre, dass das gut aussieht. Und nicht hier im Schneckentempo rüber. Ja. Auch. Aber es erfordert einfach viel Übung und halt ja. Problem ist ja, ich kann nicht was machen, fahren, was machen und fahren. Ich muss was machen und dann fahre ich und dann habe ich wieder wochenlang, ja, kann ich nicht vergleichen. Ne? Das sieht ja sehr gut aus. Oh, mit einem kleinen Sprung. Da war bestimmt noch, ich glaube, da war ein Backflip sogar. Der war so schnell, ich habe mal ausprobiert. Ja, das war ein Zeitflip. Gut, Leute. Aber es ist voll drin. Und auch wenn es am schönsten ist. Er sieht auch gar nicht mal schlecht aus, so von Optik auf der Strecke. Ne? Das hat definitiv was. Auf jeden Fall. Also fährt nicht schlecht, aber wie gesagt, die Strecke leider zu feucht. Gut, Leute, das waren erste Eindrücke, die wir euch wollten. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.